Du darfst da keinen Blödsinn machen. Wenn du da runterfliegst, keine Garde. So, da, Leute. Jetzt fahren wir den Brettl-Jasen und ich nehme euch jetzt am Chin Mount mit. Schauen wir, wie das ausschaut. Jo, schauen wir es an. Sehr spitzig. Brettl-Jasen. Schön konzentrieren. Ah, da ist. Hui, habe ich jetzt übersehen. Da muss man die Geschwindigkeit kontrollieren. Die waren aber jetzt irgendwie heftiger als beim letzten Mal. So, da ist die Steilabfahrt. Aber die werde ich mir heute schenken. Ich komme bald wieder. Dann fahren wir drauf. Nicht lange da hin. Nicht beim ersten Tag gleich einen Blödsinn machen. So, dann fahren wir da den Chicken Way und dann geht's weiter. Geil! Da ist wieder ein paar neue Sachen drin. Hui, Eisplan. Durch das habe ich da jetzt nicht springen können, aber egal. Ah, geil, schaut sich die Landschaft da sensationell. Da bin ich aber vorsichtig, habe ich heuer schon einen netten Unfall gebaut, wo ich mit dem Lenker hängen geblieben bin. Muss ich nicht noch mehr haben. So. Das ist sehr enduro-lastig, der Trail. Das müsste jetzt mit dem Andi U gleich sein, glaube ich. Genau. Genau, wir fahren da um, exakt. Ja. Ui, da habe ich nichts gesehen, jetzt nicht ohne. Dann geht der Wind. Ah, das fährt sich so geil, das Radl. Aber nicht übertrieben, nicht übertreiben. Da sieht man sie wieder. Ja. Fahrt's weiter oder fahrt's auf? Ja. Na gut, dann hau ich mich rein. Ja, sehen wir sie nachher. Ja. Oh. Ey, da hat's jetzt geschnalzt. Ah, geil, da drin. Das ist richtig geiles Fahren. Ja, dann lasse ich vor den Chicken Way. Aber ich bin schon wieder richtig gut drin. Aber ich darf es jetzt nicht übertreiben. Nicht übertreiben. Schön vorausschauend fahren. Geil. Spitzkern. Ja. Ja, da fahren wir außen. Yes. Das geht alles super schön mit dem Rad. Sensationell. Boah, ui, das war knapp. Alter, das war knapp. Ah, so schön.
meistens fahre ich jetzt, fahre ich Eco, passt schon, nein, gehen wir auf Trail, zumindest. Was haben wir da? Okay. So, weiter geht's. Love Camper. Aha. Ja. Boah, geil. Boah, das Rad schluckt auch so schön als weg. Ah, herrlich. Haben wir da? Jetzt auch um was zu fahren geben. Ui, das war genau das, wenn man nicht sieht, was drunter ist. Da habe ich auch schon mal fast eingeschlagen. Muss man auf die Bäume aufpassen. Das sollte man jetzt nicht unbedingt runterfliegen, gell? Dann fahren wir da jetzt ein bisschen vorsichtiger. Oh, ist das geil. Oh, ich sag's euch, Leute, das ist so geil. Generell wieder biken, mitten im Winter. Trailwerk war Chaos, sensationell. Ja, da ist das andere, oder was? Hardcore, oder was? Hardcore-Strecken wird da geholt. Über den Rock. What? What, aber da muss echt Eier haben wir das. Habe ich noch nie live gesehen. Nur hören zeigen. Ja, da kannst du was. What? Und dann mit dem Rauch. Das macht zu viel Spaß. Achso, da geht's runter schon. Da geht's ja nicht runter. Da geht's jetzt runter. Du los. Du darfst da keinen Blödsinn machen. Wenn du da runter fliegst, keine Garde. Fuck! Das war jetzt notwendig. Das war jetzt notwendig. Seht ihr es? Da, nicht gesehen, was drunter ist. Genau wie letztes Jahr. Genau wie letztes Jahr. Aber nichts passiert, oder? So eine Scheiße. Einfach in das Ding reingesprungen, ins Laub und Vorderrad weg. So eine Kacke. Ärgert mich. Vollkommen unnötig. Aha. Lenker ein bisschen verschoben. Müssen wir noch schnell schieben. Das wird passen. Aber Jungs, ich sag's euch, und Mädels, das war jetzt, passt eh. Ein Weckruf quasi. Handgelenke tun mir ein wenig weh. So, das war's. Da drüben kommt der Superiore runter.
Und jetzt geht es wieder den Uphill rauf. Jo, wieder zurück am Uphill, schaut sich einmal das Panorama an. Habe ich jetzt am Chin Mount, deswegen könnt ihr mich jetzt auch sehen, wenn ich einen Helm oben habe. So, bin jetzt schon den ganzen Tag im Trailweg unterwegs, habe jetzt gerade eine kleine Brezen gelegt. Genau das so wie letztes Jahr bin da. Damals war das beim Superiore, glaube ich. Nein, das war es beim Chicken Way. Ein Drop runter und da war alles voller Laub, haben wir nichts gesehen. Und drunter war es aufkämbar, unschottrig und ist mir das Vorderrad weggerutscht. Total beschissen. Das ist mit dem Laub, da muss man so aufpassen. Wie gesagt, letztes Jahr genauso passiert. Das Video blende ich euch jetzt da oben ein. Chicken Way war das. Ja, nur 19% Akku, 1172 Höhenmeter. Bin natürlich schon einiges im Bus gefahren, aber einiges auch im Trail-Modus. Ja, wie viel Ding bin ich eigentlich gefahren? Wie viel? 25 Kilometer. Ja, mega geil, ich sag's euch, es taugt mir so viel. Und es geht richtig gut zum Fahren. Es fährt sich eigentlich wie mein Spindrift. Genauso agil, man merkt eigentlich von einem Gewicht kaum was, finde ich. Also. Alter. Alter. Schnell weg da. Schnell weg da. Nicht, dass der noch rauskommt. Alter. Schnell weg. So. Wo ist jetzt der Uphill? Uphill. Da oben.